Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und heute geht es wieder darum, wie lernst du Muskel, dieses Mal schon fortgeschrittenen Tipps. Im letzten Video habe ich dir erklärt, wie du prinzipiell hergehen kannst, das Video verlinke ich dir auch hier, wie du eben Muskeln mit Gedächtnispalästen lernen möchtest und jetzt eben ein paar speziellere Tipps. Und zwar eine Frage, die ist sehr häufig auch in den Coachings, die ich gebe, kommen oder mir bei Telegram oder Instagram geschickt werden. Was mache ich, wenn ich jetzt ähnliche Begriffe, gleiche Begriffe habe? Wie gehe ich da vor? Soll ich die gleichen Bilder verwenden? Und so weiter. Prinzipiell kann ich dir den Tipp geben, auch unabhängig vom Lernen von Muskeln, wenn du Biochemie, was auch immer lernst, und so machen wir es auch in unseren ganzen Merkvideos und in unserem Lernpaket und so weiter so, dass wenn du gleiche Begriffe hast, dafür auch die gleichen Bilder hernimmst. Zum Beispiel Superior. Wenn irgendein Muskel oder verschiedene Muskeln mit Superior enden, dann nehmen auch immer für Superior das gleiche Bild. Wir haben zum Beispiel ein Superohr, ein extra großes Ohr. Wie du siehst, das klingt auch so ähnlich, deswegen Superohr für Superior. Und es ist nicht so, dass wir in einem Video für Superior dann ein ganz anderes Bild haben und so weiter. Der erste Vorteil ist, wenn du immer die gleichen Bilder verwendest, dann erkennst du auch Zusammenhänge. Zum Beispiel in der Biochemie. Für Zitrat haben wir immer die Zitrone, vielleicht kennst du das Video, unser Zitratzyklus-Video, was eines der meistgeklicktesten ist, schau dir das gerne auch mal an. Da nehmen wir auch immer die gleichen Begrifflichkeiten in unseren ganzen Gedächtnispalästen, ist immer die Zitrone, steht immer fürs Zitrat. Und so kannst du nämlich dann auch Zusammenhänge erkennen und so ist, oder Gemeinsamkeiten, so ist es bei den Muskeln dann auch, wenn du sagst, ach ja, das Superior, ach ja, bei dem anderen Muskel heißt es ja auch, oder das Superohr, bei dem anderen Muskel heißt es ja auch Superior. Oder Inferior haben wir immer das Inferno. Und dann weißt du, ach ja, überall wo das Inferno kommt, muss es irgendwie was mit Inferior zu tun haben. Also da, wenn du Anatomie, andere Themen lernst, gleiche Fachbegriffe hast, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, immer auch die gleichen Bilder herzunehmen. Weil der andere Vorteil, der zweite Vorteil ist eben, wenn du unterschiedliche Bilder für die gleichen hast, dann weißt du nicht mehr, habe ich mir dieses Mal eigentlich dieses Bild für den gleichen Fachbegriff gemerkt oder was anderes, dann hast du vielleicht drei verschiedene Bilder für einen und denselben Fachbegriff, du kommst durcheinander, hast den Nachteil, du hast eben nicht mehr diese Zusammenhänge, weil du sagst, ach Moment, da war doch überall die Zitrone, da muss doch irgendwie überall was mit Zitrat es zu tun haben und so weiter. Also das sind schon mal zwei Vorteile, du kommst nicht durcheinander, weil du verschiedene Bilder hast und du siehst eben so Zusammenhänge oder Gemeinsamkeiten, weil du immer eben die gleichen Bilder in deinen Gedächtnispalästen hast und es so dann auffällt, oh, jetzt kommt ja schon wieder die Zitrone oder schon wieder das Superohr und so weiter. Dann, was machst du? Und das gilt eigentlich auch wieder für weitere Themen, aber eben auch speziell beim Lernen von Anatomie oder eben im ganz speziellen Fall beim Lernen von Muskeln, wenn du ähnliche Begriffe hast. Da ist es wiederum wichtig, dass du unterschiedliche Bilder hast, weil gerade wenn die Begriffe ähnlich sind, bedeuten die ja meistens auch was anderes. Und deswegen, wenn du ähnliche Bilder hast, versuch dir schon mal zum einen, das ist der erste Tipp, verschiedene Bilder für die sehr ähnlichen, aber unterschiedlichen Begriffe herzunehmen. Und im zweiten, mach die Bilder möglichst unterscheidbar. Und zwar versuch die Bilder, wenn du die optisch irgendwie dir vorstellst oder darstellen würdest, wie in unseren Gedächtnispalästen, dass sie sich gut unterscheiden, weil dann kannst du die schon mal visuell, optisch sehr gut ja, unterscheiden und auseinanderhalten und differenzieren. Dann, worauf solltest du da eben achten, wenn die Begriffe ähnlich sind? Schau dir die Begriffe an und schau genau, wo ist der Unterschied zwischen den zwei Begriffen. Und diesen Unterschied versuchst du dann besonders zu verbildlichen oder eben so zu machen, dass du weißt, ach stimmt, das war ja irgendwie die Endung, die sich unterschieden hat und auch die ist dann zum Beispiel in deinem neuen Bild phonetisch anders oder unterscheidet sich phonetisch eben von dem ja eigentlich ein Begriff, der vielleicht anders in der Endung klingt. Da hast du zwei Begriffe, wo eben sich diese Unterschiede phonetisch schon unterscheiden, dann kannst du ganz klar trennen, okay, das eine Bild stand eben für den einen Begriff und der andere Begriff, der so ähnlich klang, war nochmal ein ganz anderes Bild und dann kannst du es so gut wie nicht mehr verwechseln, weil du dann eben zwei unterschiedliche ja, Bilder hast. Dann noch der Tipp, weil das, glaube ich, im letzten Video ein bisschen Verwirrung gegeben hat, weil ich gesagt habe, okay, normalerweise packst du einen Muskel in einen Raum, das ist auch richtig so. Und ich habe noch gesagt, okay, wenn du ja vielleicht einen großen Raum hast, ein großes Wohnzimmer, wo vielleicht auch mal zwei, drei Muskeln reinpassen, dann kannst du auch mehrere Muskeln hintereinander reinpacken. Was ist jetzt, und das wurde ich auch gefragt, der Fall, wenn zum Beispiel ich einen Muskel habe, ich habe mir jetzt, was weiß ich, die Küche hergenommen, der Muskel ist aber länger und die Küche ist voll und ich bräuchte eigentlich, oder ja, der Raum, Gedächtnispalast ist voll, ich bräuchte eigentlich noch ja, mehr Platz. Was mache ich dann eben, wenn ja, der Muskel noch nicht fertig gelernt und untergebracht in meinem Gedächtnispalast und Raum ist, wie gehe ich dann vor? In dem Fall kannst du einfach, wenn es sich anbietet und wenn es noch einen zweiten Raum gibt, einfach den nächsten Raum nebenan nehmen und da einfach den Muskel dir weiter einprägen. Oder du sagst, okay, es ist nur ein Raum in dem Gebäude, wo du kennst, du nimmst vielleicht nochmal ein zweites Gebäude her und da dann den Tipp eher in den Raum nehmen, der auch in der Nähe von diesem ersten Raum liegt. Der andere Fall, wenn du jetzt sagst,
okay, du hast den Muskel angeprägt, aber der Raum ist noch zu einem Viertel leer, dann bleibt eben der Raum leer, weil wahrscheinlich ist dann der Raum, in der nur ein paar Gegenstände noch beinhaltet, sind es zu wenig Gegenstände, um den zweiten Muskel vielleicht sich da noch einzuprägen, dann würde ich sagen, okay, der Raum ist halt dann nur zu drei Vierteln voll und der Rest bleibt eben leer in dem Gedächtnispalast. Wenn aber der Fall eintritt und du sagst, ja, was weiß ich, nach einem Drittel ist der Raum mit dem ersten Muskel belegt und es kommen noch drei, vier weitere Muskeln, die du eh vielleicht in derselben Muskelgruppe lernen möchtest, dann kannst du sagen, okay, ich packe noch den zweiten und vielleicht auch sogar dritten Palast in der Reihenfolge in dem restlichen Raum, in den Raum da noch rein und dann ist es auch, ja, gut, weil du dann eben den restlichen Raum nicht verschwendet hast. Aber mach bitte nicht den Fehler, und ich habe es auch im letzten Video schon angedeutet und gesagt, nicht den Fehler, zu viel auf einen Gegenstand, zu viel in einen Raum zu pressen und dir da irgendwie 15 Muskeln einzuprägen, nur weil du vielleicht Angst hast, nicht genügend Räume zu haben. Deswegen den Tipp auch, nimm lieber einen Raum für einen Muskel, verschwend ein bisschen Platz, leg es wirklich schön an den Gegenständen ab und nicht zu viel Bilder an einem Gegenstand, weil du dann die Struktur schön in deinem Kopf hast und das ist ein ultimativer Vorteil von diesen Gedächtnispalästen, von richtigen, echten Gedächtnispalästen, dass du der Reihe nach die Gegenstände ablaufen kannst, du hast einen konkreten Ort, wo du das Wissen abrufen kannst, du kommst nicht durcheinander, weil du ganz klar das alles in deinen Räumen, in deinen Gedächtnispalästen abgespeichert hast. Genau. Ansonsten, vielleicht ist schon soweit, während du das Video anschaust, dass es schon die ersten Gedächtnispaläste konkret zu den Muskeln auf unserem YouTube-Kanal oder im Lernpaket gibt, dann werde ich es dir auf jeden Fall hier unten oder oben verlinken. Ansonsten, wenn du noch weiter Fragen hast zum Thema Muskeln, wie lerne ich Muskeln, wie packe ich den Gedächtnispalast oder irgendwie sagst, oh, das habe ich nicht, noch nicht wirklich verstanden oder da habe ich noch Probleme, da zwickt es irgendwie, schreib es mir in den Kommentaren. Auch wenn es irgendwie gut geklappt hat und du sagst, boah, ich habe meinen ersten Gedächtnispalast gebaut, freut mich immer zu hören, wenn ihr sagt, boah, ich habe es mal selbst ausprobiert und das kann ich dir nur empfehlen. Zum Thema Muskeln lernen und du hast es jetzt schon mehrfach gehört, versuch's mit Gedächtnispalästen zu lernen. Du wirst sehen, du wirst die Sachen dir sehr effizient einprägen können und du wirst die Sachen auch langfristig behalten. Ja, ansonsten, wenn du noch Fragen hast zum Thema Muskeln lernen, wenn ich dir das jetzt noch nicht beantwortet habe, du hast vielleicht selbst ausprobiert, hast noch Probleme, bist auf noch Widerstände gestoßen, schreib es mir in die Kommentare, aber auch gern, wenn du sagst, boah, das hat schon gut geklappt, du hast die ersten Erfahrungen gemacht, das freut mich persönlich auch immer zu hören, wenn du sagst, boah, es funktioniert, es hat geklappt, du hast die Tipps umgesetzt. Genau, ansonsten, wenn dir Tipps gefallen haben, wenn du ja mehr Tipps auch noch zum Lernen zu den Muskeln möchtest, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere auf jeden Fall den Kanal, dann verpasst du auf jeden Fall die ganzen weiteren Tipps, Lerntechniken und auch konkreten Gedächtnispaläste zum Thema Muskeln nicht. Ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen motivieren, dich mit Gedächtnispalästen auseinanderzusetzen, gerade wenn du Muskeln lernen musst. Und ja, in diesem Sinn, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut und ciao.